Hey, ich bin Magda, Campus-Spezialistin der Universität Greifswald und Biochemie-Studentin im Master. Gerade befinde ich mich in der Friedrich-Löffler-Straße, welche mehrere Campi und kleine Fakultäten und Dekanaten weitestgehend miteinander vereint. Schon im 19. und Beginn im 20. Jahrhundert wurde hier der medizinische Campus erbaut. Ich selbst als Biochemie-Studentin habe hier in meiner Studienanfangszeit bereits Mathematikvorlesungen besucht. Heute wird das universitäre Gelände in drei Bereiche geteilt. Einmal die neue BIP, das Hörsaalgebäude und die alte Frauenklinik. Doch vor der Arbeit kommt bekanntlich das Vergnügen. Deswegen möchte ich euch zunächst zeigen, wo man sich hier vor Ort vom Alltagschaos erholen kann. Kommt mit! Für den kleinen Hunger sind im Café ins Grüne die Türen vormittags bis nachmittags für Studierende in der Woche geöffnet. Die anliegende Mensa weist eine abwechslungsreiche Küche auf, in welcher ebenso vegane sowie vegetarische Gerichte auf der Tageskarte vorzufinden sind. Sie bietet studentengerechte Preise für 2 bis 3 Euro. Verlässt man diesen Gebäudekomplex, geht man direkt auf das Hörsaalgebäude zu. Das Eingangsfoyer mit barrierefreiem Zugang bietet rollstuhlgerechte Aufzugsanlagen. Das Gebäude weist mehrere Hörsäle im Unter-, Erd- sowie Obergeschoss auf. Kommt mit, ich zeig's euch. Hier oben befindet sich der große Hörsaal der Universität, das Audimax. Dieser bietet die Möglichkeit zur Zweiteilung. Hier werden viele verschiedene Informationsveranstaltungen abgehalten, aber auch zahlreiche Vorlesungen. Insgesamt stehen 200 Arbeitsplätze für Mitarbeitende und Seminar-, Hörsaal- und Unterrichtsplätze für 630 Studierende auf dem Campus zur Verfügung. Außerdem wird flächendeckendes WLAN im Außen- sowie Innengelände geboten. Vor allem für viele Fachbereiche der Philosophischen Fakultät werden hier Plätze geboten. Aber auch Studierende aus anderen Studiengängen, wie beispielsweise Politik- und Kommunikationswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Fernistik und Skandinavistik, werden hier unterrichtet. Auch die naturwissenschaftlichen Studiengänge sowie die medizinische Fakultät findet hier ihren Studienort. Ein Gebäudekomplex vom Bereich Löfflerstraße fehlt allerdings noch und den zeige ich euch jetzt. Damit die Studierenden das Wissen auch langfristig beibehalten, wird im Neubau der Bibliothek Raum und Fachlektüre geboten. Diese bietet unter anderem Arbeitsplätze mit PCs, Lernräume verschiedener Größe sowie Scan- und Kopiermöglichkeiten. Und da Greifswald eine maritime Universitätsstadt mit kurzen Wegen ist, nutze ich jetzt das schöne Wetter und treffe mich mit meinen Freunden am Hafen. Macht's gut und vielleicht bis bald!